Ich habe zu lange in meinem Leben keinen Erfolg gehabt und kenne das Gefühl. Ich habe viel stärker an etwas geglaubt, woran ich heute nicht mehr glaube. Ich wollte Champion werden. I wanted to be a champion. Es ist gar nicht so einfach, Content zu generieren. Ich muss ständig aufpassen, was ich sage oder tue. Ja, natürlich muss man politisch korrekt sein. Machst du Witze? Die Hasser kommen und jeder will dich scheitern sehen. Ich kenne die Kommentare. Ich sehe aus wie ein Kerl. Wo sind meine Titten? Frauen? Ist meine Frau da? Ich habe erlebt, wie dich die Gym-Kultur verändert hat. Wir sind in 20 Ländern vertreten. Der Nahe Osten hat alles. Alles. Bodybuilding ist eine Kunst. Nichts geht über das Gefühl, in den Spiegel zu schauen und mit seinem Aussehen zufrieden zu sein. Wann immer sich jemand einen Vorteil verschaffen kann, tut er's. Es gibt viele falsche Gurus. Sie wettern gegen Medikamentenmissbrauch und dann sitzen sie da, preisen ihre Produkte an und tönen, dass die wirken und andere nicht. Ich werde mehr gehasst als irgendwer sonst. Ich glaube, ich bin einfach jemand, den die Leute gerne hassen. Es war ein gutes Gefühl, sich als Erster zu outen und die Wahrheit zu sagen. Früher hat mich die Welt als 300 Pfund schweren schwarzen Mann mit einer 20 Zentimeter Narbe im Gesicht gesehen. Der weiß doch nichts von Schutzlosigkeit. Es war eine Herausforderung für den Sport, aus seiner Blase herauszukommen.